Moin Moin und Grüezi, willkommen zurück hier bei Echo Generation und wir befinden uns gerade in der VIP-Lounge auf dem Raumschiff der Außerirdischen. So, dann wollen wir uns das mal angucken. Was ist denn zum Beispiel das? Ich kann das Hologramm hiermit nicht steuern. Ah ne, ich kann das hiermit steuern. Okay, mach mal. Wow. Okay. Ein paar Außerirdische. Hast du den Captain gesehen? Ja, er ist wirklich bekümmert wegen einem Dieb. Ah, ich würde gerne nach Hause, aber er ist der Einzige mit Koordinaten. Gut zu wissen, denn Koordinaten brauchen wir ja. Wo ist der Captain? Der Kapitän ist der da drüben, der alleine steht. Hoffentlich ist die Mission bald vorbei. Okay. Ich möchte nicht auf diese Mission. Ich wollte nicht auf diese Mission gehen, aber jetzt bin ich hier. Ich habe dieses nette Mädchen kennengelernt. Hoffentlich ist die Mission bald vorbei. Ist er der Kapitän? Noch ein Erdling? Da war ein Erdlingsdieb. Der hat was gestohlen von uns. Er ist ein bisschen größer als du. Wenn du ihn siehst, musst du mir das sofort erzählen. Was würdest du mit ihm machen? Ich schicke ihn ins Gefängnis auf meinem Planeten. Können wir deinen Planeten besuchen? Mein Planet ist super. Aber ich würde Koordinaten niemals in Erdling geben. Habt ihr überhaupt die Technologie, um so lang zu reisen? Eine Boombox. Wollen wir den reden? Ich finde, der Party fehlt irgendwas. Ja, er ist gewisser extra. Was ist das denn? Mach schnell mal hin. Kann man ihn wieder hin? Noch ein Erdling? Okay, bin ich. Ach, hier ist ein Erdling. Warte mal, reden wir erstmal mit dem Betrunkenen hier. Ich bin so sensibel, was Weltraumfahrten angeht. Wieso bist du überhaupt zur Erde gekommen? Ein Erdling hat ein Schiff von uns gestohlen und ist hier hingeflogen. Ja, aber trotzdem musste ich mitfliegen. Tut mir leid, das zu hören. Viel Glück. Danke. Dieser Erdling versteht nicht, wie unsere Fahrzeuge auf unserem Planeten funktionieren. Was kann ich schon von einem Erdling erwarten? Die noch immer Reifen benutzen, statt Transportation. Okay, reden wir mit ihm mal. Was machst du hier? Hey, Shansen! Ich habe auf dich gewartet im Wald, um zu filmen. Und dann haben sie mich geschnappt. Eigentlich sind sie ziemlich cool. Über was habt ihr geredet? Nur über Autos und Upgrades. Der Shansen? Du weißt ja schon klar, dass Neonlichter der Weg sind, den wir gehen müssen. Ja. Yeah. Inkorrekt. Biolichter sind viel besser als diese Neonlichter. Entschuldige mich, Shansen, solange ich mal kurz den Weg zeige. Okay, er will mit ihm reden, diskutieren, aber ich habe da drüben was gesehen. Und zwar sitzt in dieser Ecke unsere kleine Krake. Oh, kann ich mit reden, okay. Hey, Krake, was machst du hier? Bitte nicht mit ihm reden. Du ruinierst meine Undercover-Mission. You knocked over my plant. Du hast meine Pflanze kaputt gemacht. Spionierst du? Nein. Ich versuche nur, die Leute im Partymodus zu bekommen. Okay. Wie kriegen wir die im Partymodus hier? Nee, ich lass das mal an, so. Das sieht cool aus. Aber die Musik ist leider nicht so cool hier, ne? Wir haben noch mehr Musik. Was machen wir hier? Ah, guck mal, jetzt dancen die richtig ab. Ja? Ich bin mehr in dieser Schönheit hier interessiert. Ja, okay, dann mach uns mal ran an Schönheit. Was haben wir jetzt? Diese Musik macht man an.
anfangen zu vibrieren. Yeah, die ist richtig cool. Das ist eine Party im Koffer und die Mission ist bald zu Ende. Hab ich dir von dem Mädchen, der sie getroffen hat? Oh, guck mal, hello. Oh, hey, wann bist du denn hier angekommen? Deine Haare sind so unglaublich. Danke. Du solltest mal meinen Planeten besuchen. Vielleicht kann ich das mal irgendwann zeigen. Ich schreibe dir nur schnell die Koordinaten auf. Danke sehr. Haha, wir haben die Koordinaten bekommen. Durch einen simplen Bumstrick, wollte ich gerade sagen. Weil er so notgeil ist. Okay, die Koordinaten haben wir, dann können wir wieder rausgehen. Ah, ich kann nicht mehr rauskommen. Wo krieg ich jetzt? Kaum mehr. Aber viel mehr habe ich davon nicht, ne? Ich habe nur ein Ding davon gekauft eigentlich. Das ist zu blöd. Könnte es einer von denen hier, der... Nee, scheiße. Wie kommen wir wieder raus hier? Warte mal. Okay, da bin ich. Wie kommen wir wieder raus hier nach Hause? Okay. Was ist das denn hier? Das ist aber ein komisches Ding. Einmal den Schalter umdrehen. Anti-Erdling-Radioaktivität aus. Ach, guck mal. Na gut. Oh, so. Geil. So, jetzt sind wir schon weg hier. Die sind so ein bisschen durch hier alle, ne? Und ein bisschen dumm sind die auch, die Außerirdischen, ne? So, jetzt müssen wir wieder zurück und... Ja, den Rest machen. So. Da fällt mir ein, in der FST-Station gibt es ja auch noch diese Pflanze, die wir nicht mitnehmen konnten, ne? Könnten wir ja auch nochmal holen, wenn wir schon hier oben sind. Oder? Wisst ihr, was ich meine, die oben bei dem Typen stand? Vielleicht ist der jetzt ja auch nicht mehr da. Oder durch den Alarm können wir die irgendwie holen. Wir sollten mal versuchen, die hier zu holen, glaube ich. Das ist ja eine Reise ein bisschen nervig. Jetzt müsste man vielleicht so ein was Beamiges haben, wo man sich beamen kann. So, FST ist ja gleich hier oben. Da können wir direkt reinrennen. Ja, das machen wir. Wir holen diese Blume nochmal, wenn wir die Blume holen können. Ich weiß nicht. Wir probieren es. Oh, keine Angst mehr haben. Hier ist ja nichts mehr, was uns angreifen kann. Haben wir alles besiegt. Blöde Mech-Roboter ist auch schroddy. Direkt da reinlaufen. Haben wir auch alles besiegt hier, ne? Alles zerstört, was zu zerstören gibt. Da ist der CPU. Also, auf dem Bild. Komm, ich glaube hier oben. Gibt es hier noch diese Pflanze? Ich bin ja gerade so beschäftigt, ich könnte auch die Pflanze einfach klauen. Und ich habe diesen Kaktus,
Den können wir bestimmt der Oma wieder geben, da im Dorf. Dann kriegen wir wieder irgendwas Cooles von der. Mal sehen. Wahrscheinlich sollen wir jetzt aber erstmal zu dem Magnus nochmal laufen. Ja, um ihm die Koordinaten zu geben. Damit wir auch wissen, wo wir hin sollen. Ich glaube, das ist kein Weg, der kürzer ist irgendwie. Die kannst du komplett egal, in welchen Weg gelaufen. Da längs oder da längs ist, glaube ich, total schnuppe. Oder? Ich weiß es nicht mehr. So. Bin ein bisschen gespannt, muss ich zugeben. Wenn wir jetzt das Portal aufmachen können, wäre schon ziemlich cool. Dann sind wir schon ziemlich weit gekommen, oder? Ich denke, es ist unser Dad, der ein Raumschiff geklaut hat, um zur Erde zu kommen wieder. So wird es wahrscheinlich gelaufen sein. Anders kann ich es mir gar nicht mehr vorstellen. Es muss so gewesen sein. So. Okay, sie einfach mal ausgeschaltet haben, oder? So, junger Mann, wir haben die Koordinaten. Brauchen wir noch die Koordinaten? Die können wir doch selber eingeben hier. Und wie gehen wir die an hier rein? Da an den Diskettenlaufen. Ja, wir haben die Koordinaten. Das sollte es tun. Wenn ihr es schafft, zu den Alien-Schiff zu kommen, bringst du mir her, damit ich es angucken kann. Es wird Spaß machen, das alles zu sehen. Okay, fragen wir mal. Das Portal ist komplett. Willst du es anmachen? Ja! Okay. Wow, das sieht cool aus. Sollen wir jetzt reingehen? Oh, ey, bist du sicher, dass du da reingehen willst? Das ist unsere einzige Chance. Wir müssen Dad finden. Ich hoffe, du schaffst es. Wir gehen rein. Oh. Oh nein, die CPU ist getoastet. Und ich habe nichts, was ich da reintun kann als Ersatz. Naja. Wie lange habe ich an diesem Portal gearbeitet? Ich habe total die Zeit verloren. Wo ist mein Kind? Ich hoffe, es geht ihm gut. Haha, sitzt draußen und verkauft komische Sachen. Okay. Hier sind überall komische Kreaturen drin. Da! Ist doch so eine Krake, wie wir gesehen haben. Okay. Cool. Sieht schon wieder ganz cool aus, ne? Ich glaube, das Raumschiff fliegt gerade wie so ein Bescheuerter. Das hier nutzt die Landungsrampen. Vielleicht sollten wir es nicht anfassen jetzt. Nee, das stimmt. Ist das der Vater, den wir jetzt treffen? Dad? Hey, Kids. Ich kann gerade nicht reden. Ich bin mittendrin in... Was, der Schanzen-Lilly? Seid es wirklich ihr? Wir sind genau in die Koordinaten, wo er... Dad, du bist es. Wir sind gekommen, dich zu retten. Mich retten? Danke, Kids. Aber dieses Schiff fliegt gerade wieder zurück zur Erde, genau in diesem Moment. Wir haben dich sterben gesehen. Wir haben deinen toten Körper im Kornfeld gefunden. Aber ich bin direkt hier. Ich weiß nicht. Das macht irgendwie keinen Sinn. Wo warst du die letzten 5 Jahre? 5 Jahre? Aber ich dachte, ich war nur 2 Jahre auf dem Planeten. Was hast du die ganze Zeit gemacht? Okay, der Schanden. Ich denke, wir müssen ein bisschen was erzählen. Wo fange ich an?
Ich denke mal, ich fange da an, wo ich von euch weggegangen bin. Ich denke, ihr könnt euch vorstellen, dass ich keinen normalen Job habe. Ich arbeite eigentlich für die FST. Es war eigentlich nicht ein Teil meines Jobs, doch ich war das beste Testobjekt für diese Mission. Es sollte eigentlich nur ein kleiner Abstecher zum Planeten sein. Ich sollte ein paar Proben nehmen und auch Spezies angucken. Aber das Portal ging auf der anderen Seite nicht wieder auf. So, sie haben sich da einfach da gelassen. Vielleicht haben sie versucht, mich zurückzubekommen. Aber sie wussten nicht wie. Der Planet, von dem ich komme, ist gefüllt mit Aliens. Ich habe so viel Geld verdient, um genug Geld für ein Schiff zu kaufen. Aber kein Schiff der Welt würde mir so viel Geld bringen, kein Job der Welt würde mir so viel Geld bringen, mein Schiff zu kaufen. So, wie hast du das Schiff genommen? Ich hab's geborgt? Du meinst gestohlen. Ja, aber ich würde es ja wieder zurückgeben. So, wir sind auf dem Weg wieder zurück nach Hause? Ja, wir müssen eigentlich bald da sein. Juhu! In der Zwischenzeit, warum guckt ihr euch nicht ein bisschen um? Machen wir. Was machen diese Buttons? Ich weiß nicht, aber drückt drauf, wir finden es raus. Vielleicht später. Okay. Unser Vater. Was ist jetzt alles hier drin? Und das ist das Ding, was ja auch mitgekommen ist, ne? Das hier sieht aus, als ob es irgendwas Vitales im Blick hält. Turn on lights, ja. Da. Was machst du da? Du bist immer da, wo wir sind. Hör auf, uns zu folgen. Wovon redet ihr? Ich habe euch noch nie im Leben gesehen. Das muss gewesen sein, bevor das Raumschiff abgestürzt ist. Es hat uns auch zurück in die Zeit geschickt, nicht nur zu Dad. Oh hey, ihr seid also nicht aus dieser Zeitlinie? Was meinst du? Ich bin gefangen, hier in dieser Röhre, wie du sehen kannst. Ich kann nichts mehr tun, als alles zu observieren. Aber ich habe mir zusammengereimt, ihr habt ein Portal benutzt, um dieses Raumschiff zu erreichen. Das ist das, was ich gesagt habe. Aber solche Portale außerhalb von Andromeda sind eigentlich nicht so. Sie sind nicht dafür gedacht, bewegliche Ziele zu benutzen. Der Raum, der Weltall ist eigentlich nicht dafür gedacht und es viele Anomalien und Paradoxe gibt es. Deswegen ist das Nutzen eines Portals gegen die Intergalaktischen Regulierungscode 6 Artikel 8b. Das ist nicht das erste Mal, dass ich Regeln ignoriere. Ich denke, wir haben mehr gemeinsam, als du denkst. Irgendwas, worüber ich mir Gedanken machen muss? Als ihr durch das Portal gegangen seid, habt ihr die Zeit verändert. Ihr habt einen zweiten Weg eingeschlagen in der Zeitlinie. Das heißt, das Ergebnis ist, sind Fragmente der Realität in verschiedenen Zeitlinien. Und welche Zeitlinien sind wir drin? Woher wissen wir, welche die richtige ist? Ha, das weißt du niemals. Und es ist nichts, was du da tun kannst, um es zu stoppen. Okay. Was ist er hier? Das war auch ein Alien. Das ist, was unsere Welt erobern will, ne? Ha, lustig. Ich bin froh, dass er nicht wach ist. Er war ziemlich hart. Das ist der Clown, ne? Wir können ihn nicht nochmal besiegen. Wer ist das? Das ist einer von diesen Dingern, die wir im Kornfeld gefunden haben. Stimmt. Was ist das? Das ist geschlossen. Ah, da, hier. Okay, wir müssen mal zu Dad und mit ihm darüber reden, würde ich sagen. Ich glaube, das ist ein Gefangenentransporter.
In der Zukunft werden sie ausbrechen und werden Menschen wehtun. Ich hatte wenig Optionen, als ich dieses Schiff genommen habe. Ich wusste nicht, dass es voll mit Passagieren ist. Der Crash. Ja, Dad. Dieses Raumschiff wird abstürzen. Was meinst du damit crashen? Ich sehe nichts Falsches mit dem Schiff. Es sei denn... Ich glaube, das Gewicht wird die Kurve unserer Landung beeinflussen. Wir müssen ein bisschen Gewicht verlieren. Was ist mit den Gefangenen? Wenn sie wirklich so schlimm sind, wie du sagst, dann lass sie rausschmeißen. Ja! Ich drück den Button. Gucken wir mal, wie sie loswerden. Los! Es sagt manuelle, ja, manuelles Rausschmeißprotokoll. Warte eine Sekunde. Was ist, Krake? Willst du mich wirklich rausschmeißen? Ja, ja. Es ist wirklich gefährlich, etwas rauszuschmeißen, wenn man durch den Hyperspace reist. Gefährlich für uns oder für dich? Für jeden. Er war zwar nicht böse, aber hatte böse Pläne. Nimm das! Das ist für Mr. Billy. Nie komme nie wieder. Na? Wir haben sie alle rausgeschmissen. Großartig. Wir kommen jetzt in die Atmosphäre der Erde ein. Was ist, wenn wir immer noch crashen? Denk nicht so, Lilly. Wir schaffen es. Glaubt an mich. Kannst du mal da hinten in den Koffer gucken? Ich glaube, ich habe da was Hilfreiches drin. Ich glaube, das ist der jetzt Koffer. Mach mal auf. Okay. Das sind zwei richtig coole Comics. Und da sind auch zwei Snacks drin. Oder ein paar Snacks. Oh, oh. Ah, guck mal, ein paar Snacks. Oh, da haben ein paar Snacks mehr als gedacht, was? Was passiert? Ich weiß nicht, Lilly. Wir haben das Gewicht reduziert und es sollte eigentlich alles nach Plan gehen. Aber dieser Autopilot ist komplett... Ich kann ihn nicht steuern. Ich muss es manuell fliegen. Was machen wir? Ich glaube, wir haben irgendwas gerammt. Wir haben ein Loch draußen an der Hülle vom Schiff. Können wir es heile machen? Du musst aber nach oben gehen und es checken. Schnell! Bevor ja noch irgendwas passiert. Frei übersetzt, wie man sieht, ne? Sehr, sehr frei. Egal, komm, wir gehen mal nach außen jetzt. Komm jetzt da hoch. Ja, rauf da. Ach du Kacke, wer ist er denn? Dass die Krake, die wir rausgeschmissen haben? Ist ja mal ein bisschen kleiner als sonst. Was? Das ist die Frage. Greifen wir die jetzt direkt an? Oder wir haben ja genug Sachen bekommen, ne? Krasse Sache. Okay, seid ihr bereit? Ich bin bereit. Blurr. Oh, mach das Viech. Blurr. Oh, wie konntest du es wagen, mich rauszuschmeißen? Krake, geh vom Schiff runter. Schanzen, was ist passiert mit ihm? Der ist so massiv. Diese Luft hier, die macht das. Ich fühl mich energiereich. Nix kann mich stoppen, Blurr. Sei schön ruhig und harmlos, Lilly. Wir müssen diese Krake... Ja. Müssen sie besiegen, ne? Das geht wohl nicht. Ob wir das schaffen, weiß ich eigentlich nicht. So. Gucken wir mal. Ich weiß auch nicht, wie viel Leben das Viech hat. Wenn wir gleich brauchen, 350, okay. Parallelieren können wir jetzt nicht. Alter, haut mal so ein Hirn zu, der Assi. Na gut.
Was haben wir noch da bekommen? Multiple Attacken. Nochmal. Oh, scheiße. Das war blöd. Ich hab nicht aufgepasst. Was haben wir hier noch bekommen? Das Ding auch mal. Oh, oh, das war schwer. Das war eine schwere Waffe. Okay. Ja, was Leichtes machen jetzt hier. Wow. 100 haben wir ja schon weggenommen, also eigentlich gar nicht so schlecht. Okay. Was? Ich hab nicht mal das Signal gesehen. Wie gemein war das denn? Okay. Was ist die Futter hier? Ich muss mal kurz ein bisschen Leben reinballern. Ein bisschen zuschauen hier nochmal. Oh, so schnell kann ich auch nicht. Scheiße. Schon wieder falsch genutzt. Habe ich schon wieder falsch genutzt, weil ich blöd von mir. Oh. Mist. Aber beim ersten Schlag sehe ich das nicht, beim zweiten Schlag sehe ich es. Okay. Okay, okay. Noch ein bisschen. Okay. Selber beteiligen. Ah, guck mal. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil der erste schlägt mich so hart zu und denkt, er macht einen fertig, oder macht er noch gar nicht fertig. Oh.
gleich ein bisschen heilen hier. So. Ich hab falsch gedrückt. Das war ja bescheuert. Oh. Leider ein bisschen heilen hier. Will ich den Status-Effekt jetzt wegmachen. Okay, aber das haben wir ja gut weggesteckt. Dann muss ich doch platt machen. Sonst läuft uns die Zeit weg, beziehungsweise wir sterben gleich noch. Tief. So. Das war's für das Viech. Okay, der war gar nicht so schwer. Ich hatte viel schwerer, hätte ich den Kopf gehabt. Aber naja. Oh, 1000 Punkte bekommen. Das ist ziemlich cool. Es ist vorbei, Libby. Ja. Diese dämliche Krate. Gehst du? Lass uns das Dad erzählen. Ihr habt es geschafft. Das Schiff funktioniert wieder normal. Was habt ihr gemacht? Diese Alien-Krake, die wir rausgeschmissen haben, die wurde riesig. Und sie saß auf dem Schiff. Wir haben sie kaputtgeschlagen. Es wird kein Problem mehr mit dir geben. Fantastische Arbeit, Kinder. In ein paar Minuten sind wir zurück auf der Erde. Das ist es. Wir haben die Zukunft verändert. Ja, wir können jetzt alle nach Hause gehen, richtig? Ja, Lily, wir können alle nach Hause gehen. Yes. Haben wir vom Haus gelandet. You made it back alive! Wir sind zurück, lebend. Alle haben ein Stück. In ein Stück. Mit Dad. Ich hab euch so vermisst. Jack, wo warst du nur? Oh, es gab einen Unfall im FST-Lab und ich war ein bisschen auf einem fremden Planeten festgesteckt. Es ging nicht anders, ich konnte nicht zurückkommen. Bis ich dieses Raumschiff geklaut habe. Und meine Kinder sich zu mir teleportiert haben, direkt zur richtigen Zeit. Es ist eine lange Geschichte. Doch ich bin so froh, wieder zu Hause zu sein. Ja, Daddy ist zurück. Wir haben Daddy gerettet. Oh, ihr habt aber das Dinner verpasst, Kinder. Und du musst mir noch mehr erklären, Mister. Ja, Ma'am. Schanzen. Hello dear. Schönen guten Abend. Ich wusste, dass ihr Freunde seid. Doch, wir sind alle Freunde. Wir haben ganz viel über Katzen erzählt. Wo wusstet ihr, dass es sowas gab? Ach.
Es könnte wundervoll, wenn du deine Katze mal vorbeibringen würdest. Ich denke drüber nach. Du kannst dich ganz Leute angucken hier. Ich denke mal, Eros ist schon bei der Party. Mal reingehen. Das ist das Kind vom Müllplatz, wollte ich sagen. Oh ja, Shenzhen. Brauchst du noch die Kamera zum Film? Nee. Ich mache heute Abend eine Pause. Ich habe genug von Aliens für ein bisschen. Ich habe genau das gleiche gemacht. Wir können morgen einen Roadtrip machen. Willst du mit? Du kannst auch jemanden mitnehmen, wenn du willst. Ein Roadtrip? Das klingt perfekt. Ich muss noch runterkommen. Ich auch. Wir sind alle drin, kann das sein? Wer hat diesen Mix gemacht? Ich hab's gemacht, den Killer-Mix, Sommer. Ich dachte nur, Jams zu anderen Leuten Musik. Weiß ich, jump immer zu meiner eigenen, weil ich's gut kann. Irgendwann bin ich berühmt. Hey, schön, dass du es gemacht hast zu meiner Party. Hey, läuft den Shop. Ich mache hier mein Geld. Ich bin komplett ausverkauft. Ich habe noch nie diese Musik gehört. Ja, sieht auch neu für mich. Ich habe mich noch nie gesehen. Ich komme aber leider nicht zu diesen Partys. Doch, ich dachte, das könnte lustig sein, Leute zu kennenzulernen. Hier ist die Party. Die ist großartig. Dieses Baumhaus ist richtig cool. Ich glaube, dass meine Mama mich zu dieser Party gelassen hat. Warst du nicht downtown? Ja. Aber ich mag diese großen, weiten Wege. Wie bist du hier hochgekommen? Ich habe mich durch in den Korb reingequetscht. Ich habe mir den Post angeschaut. Ich wollte es mir erst selbst kaufen, aber ich habe ja nicht spart das Geld. Jetzt tut es mir echt leid, denn ich finde es richtig cool. Warum gehst du nicht zu anderen Leuten? Ich mag lieber dieses Poster angucken. Hallo? Hallo? Hey? Hey? Was macht ihr beide? Ich gucke, ob ich den Lolli von seinem Kopf bekomme. Sieht so aus, aber voll ist. Das ist der Typ, den wir gefunden haben, ne? Danke, dass du mich gerettet hast vor dem Direktor. Du hast Kram in deinem Haar. Ach, das ist normal bei mir. Das war genug Abenteuer für heute. Hey, Shenzhen. Kennst du diesen Jungen? Das ist der Eiscreme-Junge. Das ist nicht mein Name. Ich mag nur Eiscreme. Magst du auch gerne Eiscreme? Psst, hey. Kennst du das Mädchen neben mir? Ich glaube, ich habe einen Stich bei ihr. Viel Glück. Shenzhen ist hier. Ja, hallo. Ich finde diesen Platz super. Willst du hier einziehen? Dieses Mädchen da drüben sagt, das ist cool, wenn ich hier abhänge. Jetzt sehen wir uns öfters. Ich will noch mal einen Zug holen, dass wir es ein bisschen gemütlicher machen. So, noch raus hier, oder? Ja. Mal da hoch. Was machst du hier oben, Lilly? Ich denke nach. Alles, was so passiert ist. Ja, es ist viel passiert. Es fühlt sich fast gar nicht real an. Aber schlussendlich ist Dad wieder nach Hause gekommen. Ja, wir haben das Richtige gemacht. Wir sind eine Familie. Das werden wir immer sein, Lilly. Ich bin müde. Schlafen klingt richtig gut. Das ist genug Action für den Rest des Sommers. Was ist der Roadtrip? Schon ein ziemlich gutes Spiel, muss ich sagen. Hast
Also das Spiel ist schon echt gut gewesen, fand ich. Das hat echt was von Point-and-Click-Adventure irgendwie, so ein Flair gehabt. Und dann diese Kämpfe dazu, das Rundenbasierte, das war auch ziemlich cool. Gab ein bisschen wenig Kämpfe, fand ich, aber dafür war die Story ziemlich lässig und alles so ein bisschen von Stranger Things über die guten alten 80er-Filme so mit den Außerirdischen und so. Also ich muss sagen, ziemlich cooles Film. Ziemlich cooles Film, ein ziemlich cooles Spiel. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst es mir unten in den Kommentaren wissen. Und wenn ihr es nicht geguckt habt und denkt euch, wir wollen es wieder selber spielen, der Game Pass, ich kann diesen Game Pass nicht oft genug erwähnen, der ist einfach fantastisch. Also, besorgt euch den, es gibt genug Spiele dafür und man braucht wirklich rein theoretisch keine Spiele kaufen. Und ich glaube, im Game Pass ist für jeden was dabei. Ich mache jetzt echt Werbung dafür, ne? Gerade merke ich selber. Wollte ich gar nicht, aber es ist wirklich cool. Also, vielen Dank fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss.